3. Februar 2020. Minderung Ihres Arbeitslosengelds 2 wegen eines Meldeversäumnisses bei der Agentur für Arbeit, in Klammern Sanktion. Hier ist der Zeitraum vom 24. Januar bis 23. April angegeben. Hier ist genau dasselbe Schreiben mit demselben Datum, allerdings vom 10. Januar bis zum 6. April. Entschuldigung, ich stehe hier kopfüber. Das ist jetzt quasi exakt das gleiche Schreiben, nur... andere Daten. Hä? Dann haben wir hier ein Schreiben von 3. Februar. Minderung Ihres Arbeitslosengelds 2 wegen eines Meldeversäumnisses bei der Agentur für Arbeit. Vom 17. Januar bis zum 16. April. Ihr Arbeitslosengeld ist mit Sperrzeit am 17. Januar 2020 erloschen. Das Erlöschen des Arbeitslosengeldes wegen eines Meldeversäumnisses bei der Agentur für Arbeit stellt eine Pflichtverletzung dar. Was? Was? Hä? Wer hat denn jetzt seine Pflicht verletzt? Oh. Und was war die Pflicht? Ein Tag später, 4.2. Aufforderung zur Mitwirkung. Sie haben Leistungen zur Sicherung des Blablabla nach dem zweiten Blablabla beantragt. Ob du das immer noch darfst. Es wird noch was benötigt bei der Arbeitsagentur. Einreichen musst, du musst Wohngeld beantragen, schriftlich bestätigen und zu dieser Person da schicken bis zum 21.2. Das macht für mich keinen Sinn. Wenn du das jetzt nicht... Ich verstehe es ja, wenn ich das jetzt nicht beantrage, ja, dann sparen die sich ja im Prinzip Geld. Warum bin ich gezwungen, das zu beantragen, mir diesen ganzen Fakt zu geben, wenn mir die 50 Euro schon scheißegal sind? Ja, es geht ja ums Wohngeld. Dass die mich zwingen, Wohngeld zu beantragen, wenn ich schon sage, ich will mir diesen ganzen Eckwinkel deine 50 Euro nicht geben, wenn ich nächsten Monat einen Job habe, so. Das weißt, ist denen aber egal. Ja, aber warum? Das ist ein Kohlekraftwerk, auch Kohle. Und dieser Staub, der, also da war ganz viel Staub, ganz komischer Staub. Aggressiv. Kann ja im Prinzip nicht gesund sein. Das sieht so unreal aus, Kind Schnett. Das werden sie eigentlich irgendwie gar nicht. Projektion. Warum ist das? Wie können Menschen sowas bauen? Guck mal, wie riesig das ist und so. Wie. Es sind mehrere Segmente aufeinander gesetzt. Das ist einfach krass. Guck mal, das ist ein normales Haus. Okay, ja, genau. Was ist das? Das sieht halt einfach so unreal aus. Mann, Anna, du rennst immer so. Ja, hab halt kurze Beine. Das macht keinen Sinn. Doch. Was für Geld, alles, was du von mir kriegst. Tschüss. Jetzt renne ich, ha?